Ja, hallihallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns Big Ambitions an. Ist noch ein Early Access Titel, aber sah ganz cool aus und las sich auch ganz cool. So eine Art GTA, aber im wirtschaftlichen Sektor. Man kauft kleine Läden und irgendwann später hat man so einen Multimillionen-Dollar-Konzern, der alles gehört und alles besitzt und Milliarden Produkte vertreibt. Und da wollte ich mal reinschauen. Es kostet auf Steam so um die 20 Euro. Ich glaube momentan 10% drauf. Und ja, der Beta-Release hier, Beta 9, ist auch bald am Start. Und wir wollten da mal reinschnuppern. Für Sie empfohlene Sachen, ja. Der erste Durchgang, Anleitung, Ziele. Ja, das ist ganz gut. Schaltet Errungenschaften frei. Normal, leicht, keine Ahnung. Benutzerdefiniertes Spiel. Passen wir Variablen an? Keine Ahnung, wir machen einfach mal Normales. Und dann checken wir mal. Okay, Charakter kann man selbst erstellen, männlich, weiblich. Gesichter. Was ist das? Hautfarbe. Muskeln. Aha. Gewicht, fett dünn. Okay. Gesicht haben wir. Dann gibt es hier noch Haare. Ah, oh, man kann sogar drehen. Sehr gut. Das geht nicht mal bei Hogwarts. Zumindest beim Friseur. Haarfarben. Oh. Blau. Ich denke, wir bleiben bei Rot. Sind aber wenig Frisuren und nicht sehr hübsche. Aber so ist es halt. Also Grafik ist kein High-End, aber schlecht sieht es auf jeden Fall schon mal nicht aus. Was gibt's hier noch? Klamotten. Für ein Pulli, Business Suit, aber wir sind noch kein Business-Mensch. Ich hoffe, das kann man später ändern. Dann hier noch Farben. Oh, Camouflage. Was gibt's hier noch so? Okay. Also weiß ich, das Shirt, das sieht aus, als wäre da obenrum voll die Bodybuilderin. Weil die Arme bleiben immer gleich fett, wenn ihr jetzt drauf achtet. Die Beine werden dick und dünn, die Arme nicht. So ist es halt. Dann, was gibt's hier noch? Hosen. Schuhe. Okay. So, 3 Monate ist her, als Oma gestorben ist, ich weiß. Damit er 18 Jahre erwachsen, trotzdem bla. Wahrscheinlich übernehmen wir irgendwie einen kleinen Laden von ihr. Telefonnummer. Okay, erstmal auf die Beine kommen. So. Hey kid, I hope you're feeling better. Anyway, I talked with a friend of mine, Richard. He owns a bunch of buildings in Hell's Kitchen, and he's kind of a big shot. Well, the bottom line is, he has a cheap apartment that you could probably afford. It's not much, but it'll do. Okay. Also, es steuert sich so ein bisschen wie Diablo. Man sieht's von oben. Folgt immer der Maus, wenn man gedrückt hält. Kann rauszoomen, reinzoomen, näher geht's dann nicht mehr. Scheinbar haben wir kein Auto, also können wir nicht fahren, weil später werden wir auf jeden Fall oben fahren können, das habe ich schon gesehen. Zu 3rd Street 45. Wir sind 3rd Street 21.
Ah, Karte gibt's ja auch. Dann zoomen wir unser Ziel. Ah ja, hier. So, als Ziel festlegen. Gut. Ich laufe zwar lieber mit WASD, aber... Und schlecht sieht es nicht aus. Kann man Kamera drehen? Oh ja, kann man drehen. Okay. 70 Meter noch. So, da ist Energie, Durst, Happiness. Ah, hier sind wir schon zu Hause. Was haben wir hier? 54 Quadratmeter Grundfläche. Option. Tägliche Miete $44. Wir haben $10.000. Okay. Na dann nehmen wir das mal an. Schlafe, bis deine Energie aufgefüllt ist. Okay. Unser Apartment, hier ein leeres Bad. Eine leere Küche, aber wir haben wenigstens ein Bett. 8 Stunden. Boah, wie viel Uhr haben wir? 21 Uhr. Starten wir früh in den Tag. So, Energie ist voll. Hunger und Durst haben wir. And, I also transferred a couple of bucks to your bank account because I want to make sure you get something to eat, okay? Promise me. So, kaufe einen Standardkühlschrank. Tut man das irgendwo oder tut man das hier? Ah, hier Fehlerbericht senden, das brauchen wir nicht. Marketing, Kontakte, Employees. Bismen öffnen. New York Auto Tower Service, Abschleppservice. Ja. Kauf ein Standardkühlschrank aus dem örtlichen Einrichtungshaus. Also müssen wir doch rausgehen. So. Da ist auf jeden Fall ein Square Appliances. Ja, ich denke. Da müssen wir in Einrichtungshaus. Okay. Dann mal ab dafür. Aber bisher gar nicht schlecht. Ich frage mich dann später, wie viel Mikromanagement das hat. Weil wenn man so einige Läden dann besitzt, nicht, dass man alles selber machen muss, dass man das auch irgendwie automatisieren kann, das wäre nett. Aber bisher geschlossen. Man öffnet es. Ja, man kann auf Bänken warten. 2 Stunden. Mal gucken, wie man es aufmacht. Okay. 1800 Dollar für einen Standardkühlschrank. Was gibt es hier denn noch? Größere? Getränkekühlschrank. Okay. Supermarkt, 3 Packungen frische Lebensmittel. Okay, die Laufanimation ist okay, aber wie das Päckchen hält, das Päckchen bewegt sich kein Stück. Na gut, gut, dass man nicht weiter ranzoomen kann. So,
Seines Bar, dann machen wir hier die Küche hin. Platzieren. Wie kann ich das Ding drehen? Nee, das ist die Kamera. Rechte Maustaste lässt es sich drehen. So, dann einkaufen. Gucken wir mal. Da, das Food Market. Zwar Ampeln, aber man sieht nicht, ob die grün sind oder nicht grün. Ja, was kaufen wir? Frische Lebensmittel. Einkaufskorb. Ah ja. Sehr detailreich. 1, 2, 3. Nein, jetzt vorgedrängelt. Unglaublich. Gut, Kühlschrank erfüllen und essen. Ja, ist also so eine Mischung aus Lebenssimulation und Wirtschaftssimulation. Wenn man später noch Geschäfte oder Firmen hat, stelle ich mir das ganz interessant vor. Das sieht ja selbst, sieht nicht schlecht aus. Und es ist ja noch Early Access, also wird noch ordentlich gefeilt. Und ich bleibe hier auf jeden Fall mal am Ball. So, dann haben wir jetzt reingefüllt und jetzt was essen. Okay. Hey so, kid, I've gone ahead and paid your first rent, but that's it, okay? You need to get out there and get a job. Anything at all. You just need a salary right now. Ich soll im Supermarkt arbeiten. Gibt's bestimmt noch coolere Jobs, aber ist wahrscheinlich noch Tutorial, dann jobben wir mal im Supermarkt. Stellenangebote. 8 bis 16 Uhr. Oh ja, das ist ja annehmbar. Aber Samstag, Sonntag arbeiten. Stundenlohn 25. So. Dich selbst zuweisen. Bis zum Ende der Schicht vorspulen. Okay. Arbeite weiter, bis du $300 an diesem Job verdient hast. Wo sehe ich, wie viel ich verdient habe? Noch null. Hier noch. Den haben wir angenommen. Kann man noch anders machen? Ne, nur Kasse.
erstmal gearbeitet, wahrscheinlich muss ich morgen wiederkommen. Ich gehe nochmal ins Möbelhaus, ich habe noch ein paar Dollars über. Falls er mal auf hat. Ja, das sind Regale, das ist alles eher für Geschäfte, nichts für so zu Hause. Na gut dann. Schlaf mir mal bis um, wann fange ich an, um 8? Bis um 7. So, dann arbeiten wir heute Morgen und dann gucken wir mal, wann wir diese 300 Dollar reinholen. Da geben wir so 44 am Tag aus. So, einen Tag geschafft. Heute fertig. Okay. Sonst gibt's hier noch nichts. Kartenfilter. Autohändler. Okay. Wird dann noch nicht angezeigt. Aber einen Autohändler müssen wir ja sehen, da müssen ja Karren rumstehen. Kirche, ein schöner Park, New York. Fifth Avenue, weltbekannt. Dann gucken wir mal hier in die ganzen Apps rein. Energie, Essen, Zufriedenheit. Mitarbeiter, wenn man später mal viele, viele Leute beschäftigt. Ja, 25 Dollar und Gehalt vom Supermarkt. Hier laufende Kosten. Marktinsider. Auf jeden Fall holen wir nochmal Mampfer. Dann nehme ich nur eins im Kühlschrank. Ach ja, man braucht hier wieder einen tollen Einkaufskorb. Was gibt's hier? Tiefkühlkost. Kann man auch immer gebrauchen. Ja, ist wahrscheinlich am Anfang immer ein bisschen nervig. Jeden Tag arbeiten gehen, essen gehen, ausruhen und so weiter. Aber so ist es so. Man fängt klein an und irgendwann ist man der Big Boss. Aber ich finde es auf jeden Fall echt nicht schlecht. Tja, dann schlafen wir wieder bis zum nächsten Tag.
Gewinn 156. Oh ja. Schnell was mampfen. Dann rasch auf die Arbeit und dann geht das jeden Tag so weiter, bis wir diese 300 Dollar haben und dann mal gucken, was dann kommt. Job well done. You're a chip off the old block, just like your dad. I think he was probably just about your age when he started his first business. Look, you need a loan to start something. I got a friend over at Jensen Capital. His name is Larry. Okay, that's who you ask for. And be sure to say hi from me, your Uncle Fred. Okay. Ein Geschenkeladen. Und kündige deinen Job im Supermarkt. Okay. Job kündigen. Zack. Dann müssen wir wohl auf die Bank. Hier, Capital. Ich hasse Schulden. Warum muss ich das machen? Na gut, sonst hätten wir wahrscheinlich ein Jahr lang arbeiten müssen, um da irgendwie Kohle ranzukriegen. Tja, neues Darlehen. 15.000. Täglicher Zinssatz 9 Dollar. Okay. Auf Vogelmaps. Ist das Vogelmaps? Wenn, dann will ich ja irgendwie einen Laden in meiner Nähe haben. Hier ist Vogelmaps. Ah, ist dasselbe. Okay. 75 Quadratmeter. Geschäft drin. Green Salad. Ich muss mir dann mal aus der Nähe ankommen. Hier ist ein Quick One Stop Shop. Oh, hier sind überall kleine Shops drin. Da hole ich mir doch das am besten neben meiner Wohnung. Steht nicht zum Verkauf. Geschäftliches Übernahmeangebot. Geschätzter Wert 1 Million. Pff. Eigentlich würde ich nur einen Laden. Einzelhandelsgebäude. Wo steht das? F
14 Millionen. Ja, doch, 14 Millionen. Das ist ja crazy. Ich will ja kein ganzes Gebäude, ich will nur einen Shop. Da werde ich ja niemals 15.000 oder so ein Millionen-Ding andrehen, oder? Kaufangebot für Gebäude, geht auch nichts. Schnellrestaurant. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen rumgucken. Was ich für 15.000 kriegen könnte. Im Garment District. Was ist denn der Garment District? Das ist dann nirgends mal der District steht, oder? Doch, das ist alles Garment District. Ich will ja nicht so weit latschen, wenn ich da jeden Tag zu meinem Geschäftchen muss. Oder ich muss irgendein Restaurant, irgendwas suchen, wo noch nichts drin ist. Café. Ah, hier. 75 Quadratmeter Gebäude mieten. Sehr gut. Öffne einen Geschenkeladen. Na, dann werde ich das jetzt mal tun. Und ich kann sagen, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Das ist bisher keine Fehler, sieht gut aus. Und ich denke, daraus kann etwas Cooles werden. Wenn euch also Wirtschaft und Lebenssimulation interessieren, ist das auf jeden Fall was, wo ihr auch mal euer Augenmerk drauf lenken solltet. Dann probiere ich hier noch ein bisschen rum und sag euch, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut und bis bald.